Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount-Guide-Video präsentieren. Heute schauen wir uns das neue Mount, beziehungsweise es gibt sogar zwei Mounts, aus dem Handelsposten an, aus dem Juni 2023. Und ja, aktuell haben wir ein paar nette Sachen, die wir holen können. Als allererstes müssen wir natürlich einmal hier den Balken auffüllen und diese 1000 Währung erspielen. Dann können wir einmal die Truhe öffnen und da gibt es schon die ersten netten Sachen. Und zwar kriegen wir ein bisschen Währung. Warte mal, habe ich jetzt zweimal 1000 bekommen oder war das ein Anzeigefehler? Ne, es war ein Anzeigefehler, natürlich. 900 hatte ich schon. Und es gab jetzt als allererstes schon mal hier ein, ja, quasi eine Monatsbelohnung. Und das ist ein Toy, und zwar diese Wasserpistole. Vielleicht können wir uns die gleich mal angucken. Als allererstes. Ah, die können wir hier hinbasteln. Schau mal an. Es hat eine halbe Stunde Abklingzeit. Und es verschwindet instant wieder. Naja, gut. Das sollte aber genauso aussehen wie das Toy. Ach, schon mal, da hat es auch einer hingebaut. Okay, aber hier ist anscheinend eine Area, wo man das nicht quasi einsetzen kann. Aber der Panda hier hat schon, ne? Also sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Die können wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn wir jetzt in den Handelsposten an sich reinschauen. Und zwar, ja, wollen wir uns natürlich erstmal die Mounts anschauen, beziehungsweise die teuren Sachen, die ich mir auch kaufen werde. Und da haben wir als erstes das Perlenmut Goblin Wellenschredderer. Und das ist dieses Surfboard mit hier so einem Antrieb, Raketenantrieb unten dran, so Düsen auch noch, also es macht schon was her. Ich vermute mal, man kann übers Wasser damit brettern, aber das werden wir uns dann gleich mal ein wenig angucken. Also das ist schon mal das erste Mount, auch ein neues Model. Wir können auch den Spieler verbergen, sehe ich gerade. Das hier? Du kannst hier auf verschiedene Run und Special Mount Fly. Ach cool, das ist das neu? Das, okay. Können es auch drehen? Ich glaube, das haben sie neu eingefügt, oder? Das wäre mir jetzt das letzte Mal nicht aufgefallen. Ja gut, so viel dazu. Das hole ich mir natürlich schon mal für 700. Das werden wir uns dann gleich ein bisschen genauer angucken. So, da haben wir das schon mal gelernt. Dann gehen wir jetzt mal von oben nach unten durch. Schauen wir uns alles an. Als nächstes haben wir ein Ensemble, und zwar sonniges, tropisches Strandmode. Das ist das hier mit so einem Reifen auch. Mit einem Mörderkopf. Sieht ganz nett aus. Sind sogar einige Teile, wie ich hier sehe. Dann haben wir Arsenal lodernde Teufelswaffen. Die Waffe sieht schon ziemlich dick aus, muss ich sagen. Schild ist auch nicht schlecht. Ich glaube, in anderen Farben kennen wir die Kombination schon. Dann haben wir noch ein weiteres Ensemble, und zwar sonnige tropische Bademode. Da muss ich sagen, hier dieses Netz da hinten hat ein bisschen Low-Texturen, ne? Also weiß ich nicht, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Sonst ist das Ganze in Ordnung. Dann haben wir ein Pet. Marlock schimpft sich das. Pets, das kaufe ich mir natürlich auch, kostet 500 Marken. Also jetzt sind wir schon mal einiges los. Diesmal gibt es ziemlich viel Stuff. Dann haben wir hier quasi diese Wasserpistole, die ihr vorher schon als Toy gesehen habt. Das ist jetzt ein T-Mog-Item, das wir quasi als Hunter drauf machen können. Wasserstrahler BL. Dann haben wir nochmal so einen Schwimmreif, so ein Murloc, diesmal in grün. Dann haben wir Sonnenschirm für Tropensonnenunter... Aufgänge, so rum. Nicht Untergänge, sondern Aufgänge. Da ist sogar die Brille und der Hut dabei, so wie das aussieht. Dann haben wir hier Hemd für Tropensonnenaufgänge. Das ist das hier. Ja, kann man machen. Dann haben wir ein Toy, und zwar farbenfroher Sandstuhl. Und das ist der hier. So ein ähnliches Ding gab es, glaube ich, schon als TCG mit einer bisschen loweren Qualität, also von den Texturen her. Diesmal halt hier im Regenbogendesign und einen Schwimmreifen gibt es quasi auch noch dazu. Sieht schick aus, Toy kaufe ich mir natürlich, kostet auch nochmal 200. Und ihr seht, ich hatte am Anfang schon 900 noch über, also wir haben schon mehr als die 1000 ausgegeben, die ich diesen Monat gekriegt habe. Also diesen Monat gibt es richtig viel von den großen Collectibles. Dann haben wir nochmal ein Oberteil. Trägerhemd für Truppensonnenaufgänge. Das ist das hier. Ja, bei dem einen oder anderen weiblichen Char bestimmt nicht schlecht. Dann haben wir nochmal ein Spielzeug. Und zwar feiner blutroter Sonnenschirm. Kostet auch nochmal 200. Den werde ich mir auch holen. Die kennen wir ja schon, diese Sonnenschirme. Da gab es in letzter Zeit ja einige. Dann haben wir hier eine Badehose für Truppensonnenaufgänge. Weiß ich jetzt nicht. Die finde ich mal gar nicht nice. Dann haben wir Rock für Tropensonnenaufgänge. Das ist der hier. Auch wieder leider hier ein bisschen Low-Texturen. Dann haben wir Sonniger Sargon des Händlers. Das
Das ist hier dieser Rock. Dann haben wir klassischer orangefarbener Wappenrock. Dann haben wir den Hammer des Schmiedemeisters. Ja, der ist ganz okay. Dann sonnengelber Schulterumhang des Duellanten. Dann haben wir orangefarbener Schulterumhang des Duellanten. Treter der aufgewühlten Sande. Dann haben wir die Handschuhe der aufgewühlten Sande. Dann haben wir die Schärpe des Truppensonnen oder der. Nee, Schärpe für Truppensonnenaufgänge, so rum. Dann haben wir Bo des Initianten. Da sehe ich jetzt irgendwie gar nichts. Was ist denn das? Ach, das ist der Stab hier. Ah. Dann haben wir die Sandalen für Truppensonnenaufgänge. Die sagen mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu. Dann haben wir hier noch luftige Sandalen. Die Gelenkbänder, das sind die hier. Dann haben wir noch die Perlen. Und dann haben wir jetzt hier das zweite Mount, ne, von dem ich eingangs gesprochen habe, und zwar die Reitschildkröte. Und die konnte man ja über TCG bekommen, beziehungsweise auch über die Garnison. Ne? Und ja, Schwarzmarkt ist ja theoretisch auch drin, also es gibt da mehrere Quellen, wo man es kriegen kann. Jetzt dementsprechend auch hier für ein paar Marken. Wie viele genau, weiß ich leider nicht. Ich habe es nämlich schon, nicht gekauft, aber ich habe es vorher schon. Dementsprechend wird es mir jetzt nicht angezeigt. Ihr könnt es aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es bei euch seht. Aber ich schätze mal, das wird nicht so teuer sein. Dann haben wir jetzt hier noch eine Faustwaffe, die recht nice aussieht. Verderbte Klingenfaust. Dann haben wir sonnenberührte Steine des Klingenmeisters. Das sind hier diese Perlenhalskette. Die kennen wir auch schon in anderen Farben. Dann haben wir Isembel Orange Kluft des Vagabunden. Isembel Orange Tierrad des Wanderers. Das ist das hier, der Umhang mit dem Halsteil. Und dann haben wir ein Ding, was ich anscheinend schon mal gelernt habe, und zwar diesen kleinen Dolch. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch durch. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Mount mal in Action an. Perlmutt Goblin Wellenschreiter. Kommt bald wieder. Und die Schildkröte können wir uns auch noch anschauen. Wie hieß das jetzt irgendwie? Das war doch Perlmutt, oder? Bin ich jetzt blöd? Da unten sind die ganzen... Vielleicht Goblin. Mal gucken, ob wir es da finden. Sag nicht, dass das verpackt ist. Ach, das ist noch im Geschenk drin, okay. Ich wollte gerade sagen, komisch, dass ich es nicht gefunden habe. Ah ja, jetzt schauen wir mal, was das kann. Also man kann auf jeden Fall fliegen damit. Was passiert beim Wasser? Naja, okay, schade. Also man kann schon... Ah doch! Man kann schon auf dem Wasser, aber das geht wahrscheinlich nur, weil ich hier diese Mount-Ausrüstung drin habe, ne? Aber es ist auf jeden Fall überm Wasser angedockt, so wie es aussieht. Also die Rakete ist nicht unterm Wasser. Ich hätte jetzt gedacht, man kann so wirklich surfen, ne? Schade. Das wäre es, dass das Board genau auf dem Wasser anlegt und das quasi hier unterm Wasser ist. Das geht leider nicht. Aber es sieht ganz nett aus. Also ist mal was anderes. Mal gucken, ob das dann auch irgendwann mal dran fliegen kann. Genau, also soweit. Das ist einmal dann das Surfbrett, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Schildkröte an. Schildkröte, wo ist sie? Das hier müsste sein, ne? Reitschildkröte. Das ist quasi ein Bodenmount. Ehemalig TCG. Ist halt natürlich an Land relativ langsam. Und wie alle Schildkröten packt sie sich dann in den Panzer ein. Genau, das soweit dazu. Juti, das waren die zwei Mounts. Kosten einige Marken, wie ihr gesehen habt. Ich werde jetzt noch einen Toy Guide zu den Toys aufnehmen, dass das so ein bisschen in den Reihen zwar getrennt ist. Falls ihr euch dafür interessiert, wie die Toys jetzt genau noch aussehen, könnt ihr da gerne auch noch reinschalten. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tella, bis dahin. Ciao.